Moin moin liebe Leute, ich grüße euch zu einer neuen Aufnahmesession ETS 2 hier vom Kanal. Schön, dass ihr auch heute morgen Montag wieder dabei seid. Ja, leider letzte Woche habt ihr mitgekriegt, es gab nur 3 Folgen. Die gute Nachricht ist, es gibt heute wieder eine Folge nach einer längeren Pause. Und für einige die schlechte Nachricht, nein, es wird noch nicht die letzte Folge sein, aber ich werde es erstmal so beibehalten. ETS gibt es in Zukunft nur noch 3-mal die Woche. Montags sind wir jetzt, am Mittwoch und am Freitag. Zeit bleibt gleich. Ansonsten, wie gesagt, ändert sich erstmal nichts. Wir fahren hier weiter, aber wie gesagt, nur noch 3-mal die Woche. Das muss erstmal reichen. Vor allem ist es auch meistens zu warm zum Aufnehmen und mir fehlt so ein bisschen die Zeit aktuell. Dazu aber natürlich im Laufe der nächsten Wochen mehr. Dann kann man es vielleicht auch nochmal aus einem Blickwinkel betrachten und dann muss man mal schauen, wie es hier mit ETS weitergeht. So. Linken brauchen wir erstmal nicht. Muss erstmal wieder schauen hier, ne? Was haben wir denn? Ach, wir haben noch was mit. Wir hatten ja auch so einen bösen Unfall zum Schluss, ne? Wir haben aber... Haben wir schon repariert? Ne, 5%, 9%. Nicht so wirklich. Aber krass wenig Schaden für den Unfall, den wir hatten, oder? Ne, ich muss also erstmal reparieren. Reparieren. Okay. Der Auftrag wird uns nicht mehr viel Geld bringen. Da ist mal von auszugehen. So, der Trailer ist noch zu 9% kaputt. Zum Glück haben wir Betonplatten geladen. Die sind recht haltbar. Genau, hier wollten wir so einen kleinen Umweg fahren, wo wir gerade hier sind, um noch so ein Arbeitsamt zu entdecken. Naja. Wir sind noch in England unterwegs, oder? Ich würde mal vom guten Jahr, wir sind noch in England unterwegs. Die Autos verhalten sich hier komisch. Naja. Lucy bringt gleich mal Geld nach Hause, das geht gut los. Wir wollten noch nach London, ne, und da eine Zentrale aufbauen. Ich glaube, das schaffen wir diese Woche. Das wäre doch cool. Dann werden wir zwar erstmal wieder ein bisschen Schulden aufnehmen müssen, damit wir wieder 5 LKWs kaufen können, Garage, 5 Fahrer einstellen. Gleich das volle Programm. Deswegen, also ich will ETS jetzt noch nicht von heute auf morgen beenden, aber ich glaube, es bleibt jetzt erstmal so bei 3 Folgen die Woche. Das ganz entspannt, also eine Stunde ETS wird es ungefähr geben in der Woche. Plus, minus. Aktuell, wie gesagt, eher ein bisschen minus, weil es ist auch immer noch echt. Ihr wisst es, bei euch auch sehr, sehr warm. Und ihr wisst ja auch, dass ich noch ein paar mehr Baustellen habe. Und dementsprechend, ja, spare ich mir jetzt hier mal eine halbe, dreiviertel Stunde in der Woche. Ich sag mal, mit Schneiden, Hochladen und so weiter mal auch so 2 Folgen weniger. Das ist mal eine Stunde Zeit für was anderes. Und das kann ich derzeit gut brauchen. Weil Nordfriesische Marsch und LS ist immer noch mal mein Hauptprojekt und wird es auch immer bleiben. Also von daher muss ich mal wieder ein bisschen Abstriche machen. GTA bin ich gerade erst angefangen, das will ich gerne weiter so behalten im 2-Tages-Rhythmus. Es sind ja auch nur 3 bis 4 Folgen die Woche. Und ja, ETS jetzt eben auch erstmal 3 Folgen. Da freue ich mich eher immer auf den Mega-Mittwoch bei LS, um da richtig was zu schaffen. Das macht mir mehr Spaß, auf jeden Fall. Und ja, muss man das auch so machen, ne? Und die 3 Folgen, die ich da mehr aufnehme, spare ich mir jetzt hier. Kann man so sagen. Also wenn ihr jetzt keine Likes mehr lasst bei LS, habt ihr dann mehr Zeit für ETS? Nein, das würde ich nicht machen. Ich hoffe natürlich auch weiter auf eure Unterstützung generell. Und sage ich natürlich auch danke, die meisten sind ja auch, ne? Vielen, vielen Dank. Aber schon zu sehen, dass die Hälfte meiner Zuschauer, die haben gar keinen YouTube-Account. So 50% circa. Das schwankt mal. Ne? Mal sind es 45%, mal sind es 55% in beide Richtungen. Also mal sind mehr Zuschauer jetzt hier gerade dabei oder auch bei LS, die gar keinen YouTube-Account haben. Und da möchte ich natürlich nochmal sagen, ein YouTube-Account, Leute, kostet euch nichts. Ihr kriegt vielleicht, ne, ihr kriegt eigentlich nicht mal groß Werbung. Das kann man alles einschalten oder abschalten. Aber also ich kriege keine Spam-Nachrichten oder so von YouTube. Da könnt ihr euch einen Account machen. Das klingt die ganze Zeit. Und dann könnt ihr mich auch noch direkt unterstützen. Einfach mal sinnvolles oder sinnfreies Kommentar hinterlassen. Aber natürlich, was auch wichtig ist, sind einfach mal Likes oder Dislikes, wenn es euch nicht gefallen hat. Oder wenn euch irgendwie meint, ah, das ist blöd gewesen, dann ja, schreibt es doch auch einfach in die Kommentare rein. Und das könnt ihr natürlich nur mit dem YouTube-Account. Es geht nicht, wenn man keinen Account hat. Und wie gesagt, es kostet nichts. Absolut kostenfrei und ist eine super Unterstützung.
Und da werde ich jetzt in den LS demnächst auch nochmal drauf eingehen, vielleicht sogar in der heutigen oder morgigen Folge, wenn es mir einfällt in dem Moment, wenn ich es aufnehme. Es fällt nämlich gerade mal so ein, weil ich gerade letztes Mal wieder geguckt habe, wer sind eigentlich so meine Zuschauer. Ich sag mal, ihr seid zu 90% männlich. Also immerhin, ne? 10 Mädels gucken vielleicht gerade zu, das sind 10 Frauen. Mädels sind ja Frauen, wahrscheinlich. Altersschnitt, ich sag mal im Durchschnitt mein Alter. Plus, minus. Also irgendwo Anfang 30, Mitte 30, vielleicht Mitte 20, Anfang 40, 50, 60, 20, 10, 15. Komplett bunt gemischt. Der Kern ist aber eher so, ich sag mal mein Alter. Plus, minus. Plus, minus 10. Und ja, und eben, da wird mir auch angezeigt, dass nur ca. 50% meiner Zuschauer einen YouTube-Account haben. Und das weiß ich nicht genau, woran das liegt. Warum man denn da, also das ist cool, dass ihr überhaupt reinguckt, ganz klar. Ich freue mich über jeden, der reinschaltet, auch wenn er keinen YouTube-Account hat. Aber schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare, warum habt ihr denn keinen YouTube-Account? Was hält euch davon ab? Weil, ne, so ein Daumen hoch und so, das ist immer für einen YouTuber, für mich generell ein schönes Zeichen zu sehen. Jo, Interaktion, die Leute sind dabei, die wollen mehr sehen, denen macht das Spaß. Als wenn, ich sag mal, 200 Leute reingucken und nur 10 Leute sagen, jo, war cool, und allen anderen, ja, ist mir egal. Immerhin, aber trotzdem, Leute. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich will natürlich aber, also ne, dementsprechend niemanden nerven, und es sollen sich jetzt nicht diejenigen angesprochen fühlen, die sowieso immer so fleißig sind, immer pauschal schon fast einen Daumen da lassen und einen Kommentar. Und die natürlich alle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung hier bei ja, übergreifenden Projekten. Ne? Das bezieht sich ja nicht nur jetzt hier auf ETS, das gilt auch für LS sowieso und auch ein Stück weit natürlich schon für das neueste Projekt auf meinem Kanal, für GTA 5. Aber das werden nicht die letzten Projekte sein, das ist klar. LS19 dauert ja auch nicht mehr so lange. Und ich vermute spätestens dann, roter LKW. Da könnt ihr schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten. Nicht, dass es nachher ist, oh, hast ja gar nicht gesagt. Also spätestens, wenn LS19 rauskommt, spätestens, wird ETS 2 beendet werden. Warum? Ich brauche dann die volle Konzentration, die volle Power sozusagen für LS19, für die nordfriesische Marshmap und dann eben auch für die neuen Projekte. Das nützt alles nichts. Da will ich ein bisschen den Kopf frei haben, was andere Sachen angeht. Auch wenn man hier so denkt, ETS, ja, ist jetzt ja auch nicht, ich sag mal, ist jetzt kein Hexenwerk, hier ein bisschen rumzufahren. Aber trotzdem ist es immer wieder eine Stunde Zeit oder zwei Stunden oder drei Stunden, die dabei draufgehen, die ich sonst dann für die nordfriesische Marshmap in LS19 nutzen könnte. Und das will ich definitiv. Das hat die höchste Priorität, sobald LS19 rauskommt. Ja. Meine und zum Teil natürlich auch eure, wenn ihr LS-Zuschauer seid oder der Spieler, Lieblingskarte möglichst schnell wieder auf die Beine zu bringen. Und dafür ist ein bisschen mehr Aufwand zu tun als sonst. Und ja, wie gesagt, ne, das ist klar, das kostet schon ein bisschen. Das kostet schon ein bisschen. Wie will man sagen? Aufwand. Nerven, Energie, was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber egal, ne? Heute sind wir unterwegs. Wir fahren Richtung London. Wir werden gerade müde. Ich muss schlafen, aber so viel Zeit haben wir nicht mehr. Nächste Pause in einer Stunde. Restzeit 4 Stunden. Wir brauchen noch eine Stunde. Wir könnten 10, 20 Minuten vorher da sein, und das müssen wir machen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Vollgas fahren hier mit unseren Betonplatten, aber damit haben wir keine so gute Erfahrung gemacht. Dieser Unfall, das Abschleppen, das hat echt Zeit gekostet. Ich fahre die ganze Zeit in der Außenansicht, ne? Komisch. So, habe ich es auch genug erzählt, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen auf die Straße konzentrieren. Ist ja Montag heute. Aber letzte Woche war Mittwoch, ne? Der schuldige Tag. Also, ne, wie gesagt, Montag, Mittwoch, Freitag, ETS 2. Also dreimal die Woche fahren wir noch. Ich denke, das ist ganz, ganz entspannt. Schon wieder? Déjà-vu? Diese blöden Betonplatten, die drücken auch immer nach außen. Jetzt wiegen die noch 18 Tonnen nur. Ich dachte eigentlich vom Gewicht, weil er ziemlich tief liegt, ist es nicht so schlimm, aber es ist auch nicht wirklich gut. Oh, kräftig müde werden wir. Oh, oh, oh.
Also das Big City London, wir kommen. Was haben wir denn noch? 55, nur noch 55 Kilometer vor uns. Das ist ja nichts. Also die Ware geben wir heute ab. Vielleicht finden wir auch schon die Garage. Und ja, erweitern uns nochmal, ne? Weil das machen wir schon. Und dann kriegen wir auch noch schneller Geld. Und dann bin ich eben vielleicht auch nicht mehr zu geizig zu sagen, okay, komm, jetzt kaufen wir uns mal einen neuen LKW. Weil der hat immer noch nicht ganz 40.000 Kilometer runter. Wir hatten ja vorletzte Woche, glaube ich, schon über das Thema gesprochen, dass es so gut wie eine Weltumrundung ist mit 40.000 Kilometern. Sofern man denn fahren könnte. Wir anstecken bald so ungefähr. Bei mir ist es gerade 11 Uhr. Nicht morgens, sondern nachts. Morgen arbeiten, aber so langsam werden die Temperaturen eben angenehmer, ne? Ist klar. Es war nicht viel Luftbewegung drin, also müsstest auch immer das Fenster aufhaben, aber können wir alles mögliche an Ungeziefer, ist auch ekelhaft. Es wird echt so ein Ungezieferjahr, oder? Und dadurch, dass es so lange trocken war, die haben sich, glaube ich, alle ohne Ende vermehrt. Jetzt kam man vielleicht ein bisschen kleiner Regen und so und ohne Ende Spinnen und ohne Ende Fliegen und Wespen bei uns auch. Ganz furchtbar. Jedes Mal, wenn ich draußen oder wir draußen bei unserem Gartenhausprojekt dabei sind, wo es auch bald wieder weitere Infos gibt, neues kleines Infovideo über Steine setzen. So wie sonst auch, eine kleine Fotoshow. Das nur schon mal vorab. Dauert aber noch ein bisschen, wahrscheinlich. Vielleicht ist noch schon. Nee, habe ich glaube ich nicht geschafft am Wochenende. Kann ich schon mal voraussehen, dass wir es nicht geschafft haben. Glaube ich. Vielleicht ja doch. Vielleicht habe ich irgendwo eine ruhige. Nee, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ist ja auch egal. Ohne jetzt Versprechungen zu machen, demnächst auf jeden Fall kommt nochmal wieder ein kleiner Fotozusammenschnitt vom Gartenhausprojekt, damit ihr seht, wie weit der Status ist und dass das Ganze auch ja, weiterverfolgt wird, auch wenn das auch ein Projekt ist. Damit sind wir im Mai gestartet. Ne? Jetzt haben wir August. Leute, Mai, Juni, Juli. Also wir sind schon 3 Monate dabei draußen. Wir können sagen, im ersten Monat haben wir gebuddelt. Erde weg und so weiter und so fort. Im zweiten Monat haben wir auch wieder gebuddelt und Fundamente gegossen. Das haben wir den ganzen Juni gemacht. Und im ganzen Juli haben wir jetzt Steine gesetzt und die Treppe. Das war auch echt heftig teilweise. Das bei der Hitze. Das ist ja nicht so, dass man nach dem Motto, oh, schön angenehm kühl draußen, schön lässt sich das arbeiten. Ne. 30 Grad im Schatten so ungefähr, 25, 28 Grad im Schatten. Für norddeutsche Verhältnisse sehr viel. Hohe Luftfeuchtigkeit teilweise und dementsprechend, ja, ich bin, wie gesagt, jetzt körperlich nicht so, dass ich sage, hier keine Kondition oder irgendwie sowas oder ne, dementsprechend korpulent oder keine Ahnung, alles nicht. Diejenigen, die mich jetzt in Live mal gesehen haben, werden es wissen, aber in dem Sinne, ich bin jetzt auch nicht der super durchtrainierte Muskelman, das liegt natürlich alleine wahrscheinlich schon am Bürojob, aber da dementsprechend, da kommst du echt in Schweiß. Ne? Die Steine, ich müsste reingucken, wie viel sie wiegen. Ich glaube, die kleinsten wogen 15 Kilo und die schwersten Steine, ich glaube, irgendwie 40 Kilo, weiß nicht genau, 30, 35 Kilo. Dann auch die Sackzement mit 30 Kilo plus die Treppenstufen. Das kann es aber nicht alleine. Eine Treppenstufe wiegt 140 Kilo. Das ist schon eine Hausnummer. Alles gewuchtet. Irgendwie. Alles selbst gemacht. Das schon. Alleine, dass man das auch nachher behaupten kann, finde ich, schockt immer. Auch wenn nicht alles 100% perfekt ist. Man kann zumindest immer sagen, okay, ich weiß, wer schuld war. Ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Um zu meckern. So, Leute. Ganz nebenbei sind wir zum Ziel gekommen, ne? Ist auch mal schön. Jetzt werden wir die Klappen hier loswerden. Und dann gucken wir nochmal, was wir. Ach ja, genau, dass wir zur Garage kommen. Ne, erstmal gucken wir, dass wir schlafen. Das ist mal das Wichtigste. So, stopp. Stopp. Absatteln. Annehmbar, sagt er. Trotz des Unfalls haben wir noch ein bisschen Geld verdient und ein paar Erfahrungspunkte kassiert, wenn auch nicht viel. So Leute, wir müssen erstmal fahren. Bevor ich mir jetzt einen neuen Auftrag suche, das macht ja keinen Sinn. Wir suchen uns mal ein Bettchen für die Nacht oder für den Tag. Ist ja jetzt irgendwie 14.21 Uhr und gleich hier gegenüber haben wir ein schickes Hotel.
So. Und stopp. Schnell anhalten. Gute Nacht. Schlaf gut. Und, ja, schön. Guten Morgen mit einer Nacht. 550.000 haben wir jetzt. Ulf G. konnte keinen Auftrag finden und ist leer gefahren. Ah, toll, Ulf. Ups. Gut, wir haben geschlafen. Wir müssen jetzt mal schauen, wo ist denn hier eigentlich die Werkstatt in London? London City. London Bridge. Wo ist die London Bridge? Da hinten. Also fahren wir rechts rum. Da ist noch ein Händler oder noch ein Arbeitsamt. Bin gespannt, ob wir Fachpersonal finden. Gutes. Für die 5 neuen LKWs, die wir gleich... Nee, jetzt machen wir Mittwoch. Oh. Ist nicht GTA, oder? Stellt sich aber auch an. So, alles gut gegangen. So, hier ist das Drivers Job Center. Haben wir. Kriegen wir. Kennen wir. Hier vorne. Ne, hinten durch. Ne, hinten ist die Werkstatt. So, schön mit 120 durch die Stadt. Nice. Da, das soll unsere neue Werkstatt werden. Vor den Toren London. So, liebe Leute, dann war es das aber schon wieder für die erste Folge in dieser Woche. Danke fürs Zuschauen. Ich würde jetzt hier nochmal schnell auf Kaufen drücken. Oder? Machen wir morgen? Übermorgen? Nein, machen wir jetzt mal. Komm. Dafür, dass es auch eine Folge weniger gibt, können wir das noch schnell erledigen. Unsere neue Garage. Die werden wir dann aber am Mittwoch erstmal voll upgraden. Dann werden wir so viel Kredit nehmen, was wir brauchen, damit wir 5 LKWs kaufen können. Dann suchen wir uns 5 gute Fahrer, / Fahrerinnen. Und ja, dann erst danach suchen wir uns einen neuen schönen Auftrag. Danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ne, dann Mittwoch geht's weiter. Bis dahin und tschüss.